Hi, ich bin Rix und ich will heute was über Mastodon erzählen, das neue, fancy, schicke, open-source-verteilte soziale Netzwerk. Als Disclaimer, ich bin einer von den beiden Admins von chaos.social, das ist eine Mastodon-Instanz. Die andere Administratorin sitzt hier vorne, das ist Lea. Alle technischen Fragen können an mich und Lea gestellt werden, falls ihr hinterher noch Fragen habt. Richtig. Mastodon ist, wie gesagt, ein quelloffenes, dezentrales, soziales Netzwerk. Das Dezentralisierung funktioniert durch Föderation. Erzähle ich nachher noch ein bisschen detaillierter was zu. Das klingt alles sehr fancy und wenn man es Leuten erklären will, dann sagt man, das ist ein quelloffenes Twitter mit 500 statt 140 Zeichen, Zeichenlimit. Dann wissen die Leute auch, was gemeint ist. Wer von euch benutzt Twitter? Ja, dachte ich mir. Wer von euch findet Twitter geil? Ja, das... Da besteht ja Hoffnung. Also, das ist, wie Mastodon aussieht. Sieht also aus wie TweetDeck, bedient sich wie TweetDeck. Es hat die Benutzer-Experience von einer modernen Web-Anwendung und fühlt sich jetzt nicht irgendwie grässlich, uralt oder sonst schlimm an. Man kommt da sehr gut rein. Und im Vergleich zu Twitter hat es einige Feature. Twitter hat ja diese sehr lineare Timeline, in der es dir wirklich hintereinander zeigt, was Leute geschrieben haben, außer es beschließt, dass du, keine Ahnung, an einigen deiner Freunden nicht mehr interessiert bist oder dass es dir gerade eine Zusammenfassung der letzten Tage zeigen muss, dass es ein bisschen Werbung reinspritzen muss und so. Also nicht. In Mastodon gibt es solche Feature nicht oder vielleicht noch nicht, aber hoffentlich einfach nie. Also man sieht wirklich einfach, was so hintereinander passiert ist. Twitter ist ja auch ansonsten sehr zunehmend werbelastig geworden. Also versuch dein Geschlecht zu erraten, das kannst du ändern. Versuch dein Alter zu erraten, das kannst du nicht ändern, aber du bist herzlich eingeladen, dein Geburtsdatum einzugeben, wenn Twitter es falsch rät. Versucht, dir mitzuteilen, wie gut es wäre, wenn du deine Handynummer hinterlegst. Also all das passiert nicht. Diesen angenehmen Teil von Twitter hat Mastodon nicht gefunden. Und ein anderer Punkt, der an Twitter ja häufiger kritisiert wird, Twitter hat ja eine lange Geschichte von schwierigem Umgang mit Menschen, die sich daneben benehmen. Lange Zeit hat Twitter gesagt, ja, uns ist egal, was Leute hier schreiben, ja, wir machen nur die Infra, ihr benehmt euch, wie ihr wollt. Und dann ging das irgendwann so hart daneben, dass Leute ernsthaft abgewandert sind, also vor allem irgendwie Promis oder so, wo Twitter dann gesagt hat, okay, wir bauen diesen Report-Knopf ein und das hat halt Dinge nur begrenzt besser gemacht, weil das zur Folge hatte, dass man jetzt diesen Report-Knopf drückt und es relativ willkürlich ist, ob das zu irgendwas führt oder nicht. Das Letzte, was an Twitter immer wieder hervorgehoben wird, ist, dass die Entwicklungsrichtung von Twitter und die Feature-Wünsche der User etwas disparat sind. Also Twitter führt ein, dass die Timeline nicht mehr linear ist. Twitter überlegt, das Zeichenlimit aufzubrechen und Leute sind so, ich wollte eigentlich nur lesen, was Leute schreiben und vielleicht meine Tweets hinterher editieren, wenn ich einen Tippfehler drin hatte. Und ja, natürlich, Herzchen statt Sternen. Das Letzte, was an Twitter in letzter Zeit auch nicht besser geworden ist, ist, dass Twitter jetzt vor einer Woche, glaube ich, angekündigt hat, dass sie das Do Not Track Flag im Browser nicht mehr honorieren werden und die aber stattdessen ganz viele vielfältige Optionen bieten, ihr Tracking-Verhalten anzupassen. Nur wenn du eingeloggt bist, genau. Und Twitter gibt dir damit natürlich einen viel besseren Kontrollmöglichkeiten über deine Privacy, außer das nicht. Right. Das Problem ist ja nicht neu, also keine dieser Probleme sind neu, außer dieses Do-Not-Track-Ding, aber right. Alternativen für Twitter oder vergleichbare Netzwerke sollten schon lange gefunden werden. Ich empfehle da sehr die Lektüre der Wikipedia-Seite Comparison of Software and Protocols for Distributed Social Networking. Es ist eine Tabelle. Sie ist huge. Also eine grün-rote Tabelle in so. Sehr, sehr cool. Hervorstehend sind da Diaspora. Kennen wahrscheinlich die meisten hier, oder? Ja. Diaspora ist ein eigenes Protokoll, ist auch föderiert, macht vor sich hin, ist nicht riesig aktiv. Also es gibt Leute, die benutzen es, aber es ist mehr so unter den Totgesagten. Es gab Identica,
das irgendwie zwischendurch jetzt nicht mehr benutzt wird, wurde, benutzt jetzt eine andere Engine, als es vorher benutzt hat, also ein anderes Protokoll drunter und wurde zwischendurch umbenannt zu Pump.io, oder Pump.io ist das Protokoll, das da jetzt verwendet wird. Die Software, die hinter Identica lief, hat dann noch StatusNet reingemerged und existiert als GNU Social, ist auch eine föderierte soziale Netzwerksache, die das O-Status-Protokoll implementiert und jetzt halt als letzter in der Serie Mastodon. Das ist vor allem dadurch besticht, dass es jetzt gerade passiert und das süßste Maskottchen hat. Mastodon implementiert auch das O-Status-Protokoll, was den Vorteil hat, dass Mastodon und GNU Social kompatibel sind. Also man kann als User einer Mastodon-Instanz Leuten auf GNU Social-Instanzen folgen und mit denen interagieren, also antworten, farben, whatever. Dieses O-Status ist eine sehr pragmatische Lösung für dieses soziale Netzwerkproblem. Es ist nämlich zusammengesammelt aus Protokollen, die es schon gibt, die alle irgendwie kennen oder die es jedenfalls schon implementiert gibt. Also es ist nicht sehr elegant, aber es funktioniert dafür. Es involviert Atom. Atom kennen sicher die meisten, die Alternative zu RSS, die modernere, coolere Variante, die in XML-Format Inhalte darbietet. Ne? Jeder Blog oder jede Website hat irgendwie einen Atom-Feed und Atom wird in O-Status halt benutzt, um Inhalte, also Posts zum Beispiel, darzustellen. Ist, ja, die meisten Protokolle, die hier genutzt werden, sind XML-Protokolle, außer fast alle, und ist sehr, sehr etabliert, IETF-Standard, also ein Proposed-Standard, sehr cool. Auf Atom wird aufgesetzt mit ActivityStream. ActivityStream ist, gibt es in einer JSON- und einer XML-Variante. Die XML-Variante ist ein Aufsatz auf Atom und das definiert so ein paar zusätzliche Sachen, die da drin stehen können, um Handlungen darzubieten. Also da wird immer ein Handelnder und eine Handlung und ein Objekt reingeschrieben, sodass du quasi sagen kannst, der Starbuck hat meinen Tweet gefafft oder ihn wieder anfafft und so. Und das ist ein relativ simples Format. Also es ist alles sehr lesbar. Das nächste Format ist PubSubHubUp. Das abgekürzt wird zu Push. Und jetzt anscheinend seit April von der W3C empfohlen wird und umbenannt wird zu WebStub, weil aussprechbar. Right. Das ist nicht XML, sondern einfach Post-HTTP-Daten durch die Gegend schieben und ist ein Publish-Subscribe-Ding, wo man quasi sagen kann, ja, hier, das interessiert mich, was der Typ schreibt. Ich will da mehr von sehen. Also in den Feeds steht quasi, wenn du mehr wissen willst, dann subscribe dich auf dieser URL. Du subscribest dich und du bekommst dann Pings. Und in den Pings steht entweder nur, es ist was passiert, oder da steht sogar, es ist was passiert und das hier ist passiert, damit nicht jeder hinrennt und sagt, hast mir jetzt gesagt, da ist was passiert, sag mal mehr. Nächste Protokoll ist Salmon. Das ist wohl eigentlich dafür da, Kommentare, oder war mal anfangs dafür da, Kommentare zwischen verschiedenen Blogs dezentral zu halten, sodass du zwischen mehreren Seiten so ein Kommentarsystem hast. Signiert die Posts, schickst sie zwischen Seiten rum, wird quasi als Übertragungsprotokoll verwendet. Und das letzte ist Webfinger, was das einzige JSON-Protokoll in der Liste ist, wieder ein IETF-Ding und dafür da ist, Discovery zu machen. Also das sagt, welche Attribute du erwarten kannst, wenn du mehr über eine Person wissen willst. Also es werden Endpunkte angeboten und keine Ahnung, ich will mehr über die Nase da hinten wissen und da fällt dann so ein JSON-Blob raus und da steht drin, ja, wohnt da, hat hier die URL, folge mir hier. Right, also das ist nicht sonderlich elegant, alles so ein bisschen ineinander gestöpselt und das zu implementieren ist etwas tricky und so. Hat den coolen Nebeneffekt allerdings, dass jeder User automatisch einen Atom-Feed hat, auf den man auch mit allem anderen subscriben könnte, wenn man wollte. Und also das ist ganz nett, ne? Wenn man irgendwie sehen will, was so ein öffentlicher Account schreibt, aber gar nicht dieses Mastodon benutzen will, dann subscribt man sich halt mit seinem Feed-Reader auf diesen Atom-Feed. Right. Die Föderation dabei ist, dass halt es Instanzen gibt, Server, auf denen diese Software läuft,
so eine Instanz hat einen User oder mehr und die Instanzen reden miteinander. Das hat also Jabber-Style. Kannst du ja auch mehrere Leute pro Server oder alle Leute wie jabber.cc.de, aber wir haben ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es hier nicht wieder so läuft. Das funktioniert ganz gut, weil es nicht erfordert, dass jeder User irgendwie das technische Know-how hat, um es aufzusetzen. Aber gleichzeitig kannst du so ein bisschen Grüppchenbildung machen, keine Ahnung, ich kenne jemanden, der ist kompetent genug, sowas aufzusetzen, also spiele ich bei dem mit, es bleibt so ein bisschen in Gruppen. Das, was wir halt von Dezentralisierung eigentlich wollen. Right. Mastodon selber ist wirklich, wirklich jung, das wird jetzt seit irgendwie 15 Monaten entwickelt, hauptsächlich von einem Entwickler, der hat das so vor sich hingemacht, privat, dann hat das irgendwann veröffentlicht. Dann haben Leute angefangen, es zu benutzen. Ich denke, ihr könnt sehen, wo das war. Weil plötzlich Leuten halt auch, wie das so ist, wenn Software den Erstkontakt mit dem Benutzer und dem Feind und so nicht ganz überlebt. Haufenweise Issues, aber auch haufenweise Pull-Requests, die gemerged werden. Das ist jetzt die letzte Woche in dem Repo. Also in einer Woche 120 Pull-Requests mergen ist schon echt ordentlich. Da ist wirklich viel Aktivität und das ist auch wirklich sehr konstruktiv. Also wenn man da hingeht und sagt, hier, mir ist was aufgefallen, das ist doof, dann wird selten gesagt, ja, hier won't fix, sondern eher, lass mal drüber reden oder ja, das haben hier in den folgenden 5 Tickets auch schon mal Leute gesagt, bitte benutze die Suchfunktion. Aber es funktioniert sehr gut. Das, meine Erfahrung damit war auch, dass es erstmal überraschend, aber dann übelst angenehm ist, eine Software zu benutzen für was, wo man sonst Twitter hat, wo man wirklich einen Einfluss hat. Also wo ich sehe, es ist kaputt oder das sieht scheiße aus, mache ich halt einen Pull-Request auf und habe ganz gute Chancen, dass das im nächsten Release, und Releases sind alle paar Wochen, drin ist. Mastodon hat sich spannenderweise vor allem in Japan und Frankreich durchgesetzt. Keine Ahnung. Also ansonsten ist es so ein bisschen eine europäische Sache. Aus den USA kommt da so gar nichts. Also sieht man hier auch nochmal, ne? Gelb sind die japanischen User, 6% aus den USA. Also es ist wirklich auch auffällig, wenn man sich da mal die globalen Timelines anguckt. Wird in Japan benutzt, aber der Vorteil von dieser Föderation ist, kannst du ja aussuchen, wo du hingehst. Wenn du nicht auf eine japanische Instanz gehst, kriegst du davon auch nicht so viele mit. Also funktioniert ganz gut. Haben auch schon Leute dann so Translation-Bots geschrieben, die dann automatisch dir sagen, was da jemand überhaupt geschrieben hat, weil schönes Bild, aber was? Right. Die Benutzung nimmt sich von Twitter her nicht wirklich was. Ja, Tweets heißen Toots, auf Deutsch heißen sie Tröts, was sehr charmant ist. Retweets heißen Boosts, Favs sind gleich und sind keine Herzen, sondern Sternchen. Man muss ein bisschen sich dran gewöhnen, dass es halt Instanzgrenzen gibt. Also wenn ich jetzt auf einer anderen Instanzseite irgendwas sehe, dass ich faffen will, dann kann ich das da halt nicht, weil ich habe auf dieser Instanz keinen Account. Aber ich kann den Link dazu in meiner Instanz in die Searchbox eingeben und dann steht der da. So, also steht dieser Tut da. Wenn ich jemandem von einer anderen Instanz folgen will, dann gibt's da einen Remote-Follow-Knopf und er fragt mich dann, wo willst du? Muss man natürlich ein bisschen gucken, hier so Security, lass dich nicht egal wohin weiterleiten, aber funktioniert alles überraschend gut dafür, dass es ja doch sehr neu ist. Es gibt pro Tut kann man einstellen, also es gibt geschützte Accounts, wo du quasi sagen darfst oder Leuten dir das Recht geben musst, dir zu folgen, aber abgesehen davon kannst du auch pro Tut einstellen, was das Privacy Level ist, also soll jeder sehen, soll nur Leute hier sehen, sollen nur meine Follower sehen oder ist eine direkte Nachricht. Das ist was Mastodon-spezifisches, also das ist so nicht in O-Status drin, das heißt, es funktioniert so nicht zu GNU Social rüber. Aber innerhalb vom Mastodon-Netzwerk funktioniert es ganz gut. Es gibt NSFW-Tags für Bilder, also Not Safe for Work, soll nicht direkt angezeigt werden, musst du nochmal klicken. Klar kannst du Leute nicht zu zwingen zu nutzen, aber ist eigentlich ganz praktisch, also gar nicht mal nur für, das ist Content, den du nicht direkt sehen willst, sondern auch für, hier ist ein Bild oder denk vorher nochmal drüber nach, bevor du siehst, hier ist ein Rätsel, Auflösung, wenn du aufs Bild klickst. Genauso auch die Content Warnings, man kann an einen Tut eine Content Warning hängen, dann wird der nicht direkt angezeigt, sondern muss einmal auf mehr lesen drücken. Das
kann sowohl für tatsächliche inhaltliche Warnungen wie ich rede jetzt hier über Krieg und Mord oder für sowas wie ich stelle eine lustige Frage oder eine tiefsinnige Frage und erst wenn du auf mehr lesen drückst, siehst du meine Antwort, weil mach dir halt vorher selber eine Platte. Genau. Es gibt mobile Anwendungen, die sind auch Open Source. Amarok habe ich nicht getestet, das ist für iOS, das habe ich nicht. Tusky funktioniert ziemlich gut für Android, ist auch Open Source, liegt auch in F-Droid rum. Gibt auch einige Leute, die da schon einfach Sachen gefixt haben, die relativ leicht zu fixen waren. Also es ist alles sehr, sehr offen und sehr schnell in der Entwicklung. Eine Besonderheit von Mastodon, die durch diese Föderation kommt, ist, dass es mehrere Timelines gibt. Es gibt einmal die Timeline, die man gewohnt ist von Twitter, ja, da sind alle Leute drin, denen ich so folge. Die kommen, wie gesagt, in Reihenfolge, nicht gefiltert, bla bla, aber wie man es so erwartet, durch. Das ist die User-Timeline. Daneben gibt es aber auch noch die lokale Timeline, die ich mir angucken kann, wenn ich alles sehen will, was auf meiner Instanz passiert. Das ist ein richtig cooles Feature, das sich einem nicht sofort erschließt, das aber spannend wird, wenn man seine Instanz danach auswählt, was da sonst noch für Leute sind oder was da für ein Thema ist. Also es gibt Instanzen, die sich bestimmten Themen oder bestimmten Gruppen widmen. Und da muss man halt nicht jedem interessanten Menschen drauf folgen, sondern kann einfach gelegentlich die lokale Timeline lesen. Und daneben gibt es noch die globale Timeline, da sieht man alles, was in allen Instanzen passiert, mit denen die eigene Instanz verknüpft ist. Das ist nicht wirklich benutzbar. Also wenn die eigene Instanz nicht whitelistet, mit wem sie föderiert, das kann man sich ja so ein bisschen aussuchen, aber normalerweise föderiert man sofort mit allen Instanzen, mit denen man irgendwie Interaktion hatte. Und das ist dann halt eine riesige, sich schnell bewegende Liste. Und da sieht man dann halt auch meistens die japanischen Sachen oder so, die reingespült werden, weil die halt auf den japanischen Instanzen passieren. Also nicht so richtig nutzbar, aber die User-Timeline und die lokale Timeline sind zwei sehr coole Konzepte nebeneinander. Genau, Instanzwahl ist schon irgendwie wichtig dadurch. Gerade auch, also einerseits natürlich will man eine Instanz, wo man sich sicher ist, dass es die in 2 Wochen noch gibt oder wo nicht die Backups irgendwie runterfallen oder welche Backups eigentlich. Und andererseits will man auch eine Instanz, wo man den Leuten halbwegs vertraut, weil da liegen halt auch dann die privaten Tools unverschlüsselt auf der Platte. Muss man sich halt vor Augen halten. Ist so ein bisschen wie die Wahl eines Mail-Servers oder eines Jabber-Servers letztlich. Man kann auch selber hosten, das ist ziemlich schmerzfrei. Also es gibt einmal ein Docker-Setup, es gibt auch eine Reihe Ansible-Rollen für Leute wie mich, die das mit dem Docker nicht so können. Und das haben wir irgendwie an einem Tag hochgezogen. Also es ist super angenehm. Hier sieht man, die Föderation funktioniert überraschend gut. Also es gibt, klar, es wird immer mehrere große Instanzen geben, aber es gibt jetzt nicht eine monolithische Monster-Instanz wie halt Java CCCD oder so, sondern mehrere große und dahinter noch mehrere kleine. Das sind jetzt die 100 größten. 3 davon sieht man hier im unteren. 3 davon sind japanische Instanzen und Mastodon.social ist die ursprüngliche Instanz. Und genau, aus dem Chaos-Umfeld gibt es derzeit, soweit ich weiß, möglicherweise nicht vollständig, wer mehr weiß, korrigiert mich, 3 mit offener Registration, nämlich Chaos.social von Lea und mir, social.troll.academy von Sai und Mastodon beim Chaos-Pod. Nur, dass ihr einen Einstiegspunkt habt. Daneben gibt es übrigens auch, das erzähle ich ganz gerne, auch lustige Instanzen oder thematisch gebundene. Es gibt anticapitalist.party, relativ selbsterklärend. Es gibt Ulipo, das eine Instanz ist, auf der der Buchstabe E verboten ist. Das klingt witzig, ich habe mich mal bemüht, in den Leuten, die darauf schreiben, diese Regeln einzuhalten. Das ist erstaunlich schwer und macht auch irre Spaß. Also auf Deutsch, ja, macht es vielleicht nicht ganz so viel Spaß, weil es wirklich schwer ist, aber auf Englisch ist das wie so ein Knobelspiel und das ist sehr spannend, wie Leute das so managen. Und daneben gibt es noch 10forward.social, das ist so ein bisschen eingeschlafen, also da ist nicht mehr so viel los, aber das ist halt eine Instanz, die nur Star Trek-related Accounts hat. Also da gibt es halt einen Kirk-Account, der die ganze Zeit rummotzt und es gibt irgendwie den generischen Redshirt-Account, der sehr am Leiden ist und so. Und die interagieren auch miteinander, das ist sehr witzig zu sehen. Dafür gibt es auch ein hilfreiches Tool, das 2. in der Liste nämlich. Das ist eine
Preview-Seite, wo man sich die lokale Timeline von einer Instanz angucken kann, bevor man sich eine Instanz aussucht. Das ist ganz cool, weil wie gesagt, lokale Timelines machen Spaß und machen einen großen Teil der Mastodon-Experience aus. Und deshalb ist diese Vorschau ganz cool. Der erste Link ist einfach eine Liste von Mastodon-Instanzen, die es so gibt, mit Ranking und mit Uptimes und mit Stats über, wie das SSL ist. Und ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Und die haben auch immer Vorschläge, was man nehmen kann. Also auch, ob die Registrationen offen sind, wie viele User da sind und so. Mastodon-Instanzen führen diese ganzen Stats per Default raus. Und Radar ist die Seite, von der ich das Bild mit den verschiedenen Instanzgrößen hatte. Die haben noch einige andere coole Graphen, auch so zum drin rumzoomen und gucken, was es so gibt, wie es sich alles entwickelt. Und die Dashboards-MNM-Seite ist ein Grafana. Da hatte ich die Bilder von der Weltkarte her. Haben auch noch einiges mehr, kann man auch gut durchbrowsen. Wenn man sich entscheidet, ob man dieses Mastodon mal ausprobieren will, muss man sich halt vor Augen halten. Es ist noch eine eher kleine Community und hat aber dafür sehr laufende Entwicklung. Also es gibt eigentlich nicht, dass Sachen wirklich gar nicht funktionieren, aber manchmal sind sie noch holprig. Und wie das so ist bei sozialen Communities, die man, ich meine, das ist ja jetzt wirklich nicht die erste. Ich habe die Open-Source-Beispiele aufgelistet und es gibt ja noch einen Haufen andere Dinge, die versucht haben, neben Twitter oder neben Facebook zu bestehen. Was wichtig ist, ist, dass es halt am Anfang so ein bisschen Schub bekommt. Ich habe Mastodon überhaupt erst ausprobiert, weil jemand, dem ich auf Twitter folge, hat gesagt, Mastodon ist cool und damit Leute da hinkommen, mache ich jetzt eine Woche lang nur Mastodon. Danach komme ich wieder zurück zu Twitter, kein Problem, also oder mach's nebeneinander her. Und das hat mich hinreichend motiviert zu sagen, ja gut, aber der Typ postet halt coole Sachen und coolen Content, will ich nicht vermissen, probiere ich mal aus. Und im Moment ist es halt ein bisschen langsam, aber es passieren immer Sachen und gefühlt trägt das höhere Zeichenlimit auch dazu bei, dass man sich ein bisschen besser unterhalten kann. Also es hat halt nicht nur Platz für, das ist meine Meinung, sondern das ist meine Meinung aus folgendem Grund oder, also es fühlt sich ein bisschen mehr wie ein Gespräch an. Neben diesen praktischen Erwägungen, ich weiß, mit Ideologie kriegt man niemanden irgendwo hin. Ja, aus ideologischen Gründen wechselt niemand irgendwie sein Verhalten großartig, sonst würden wir alle mit Richard Stallman-Style-Laptops hier sitzen. Aber ich finde es grundsätzlich schon wichtig, dass man sich mal überlegt, Twitter ist echt nicht so geil. Also so aus ideologischer Perspektive, ne, ist ein große zentrale Sache, die Geld verdienen will, alles in einer Hand. Ist einfach nicht das, was wir eigentlich wollen. Während Mastodon auf einem offenen Standard aufsetzt, der schon etabliert ist, also es rollt auch nicht so sein eigenes Ding, es ist quelloffene Software, die interagieren mit der Community, man kann sich selber entscheiden, was man will, man kann es selber hosten. Und ich finde schon grundsätzlich richtig, wenn man dem wenigstens mal eine Chance gibt. Also wenn man wenigstens mal sagt, wir gucken es uns an, ob es irgendwie funktionieren kann. Nicht Twitter, klar, Twitter wird nicht sterben, oder jedenfalls nicht in den nächsten 5 Jahren. Aber man kann es ja wenigstens versuchen, ob man da das richtigere Mittel benutzt oder ob das funktionieren kann. Right. Ich denke, wir haben noch irgendwie 5 Minuten für Fragen, falls ihr was habt. Ansonsten, ich hatte hier die Liste mit den Chaos-Instanzen. Ich tue die auch nochmal auf die Wiki-Seite dazu. Setzt auch gerne eure eigenen auf. Wir haben eine Ansible-Rolle, die noch nicht öffentlich ist, aber es gibt öffentliche Ansible-Rollen im Mastodon, nicht im Repo, aber in derselben Org auf GitHub. Es ist wirklich einfach aufzusetzen, muss man sich halt überlegen, ob man das will. Wäre cool, euch da zu sehen. Es gibt Möglichkeiten, Twitter und Mastodon zusammenzuhalten. Der Vollkorn macht das zum Beispiel. Das funktioniert immer mal ganz gut. Außer du hast halt sowas wie Mentions drin, weil Leute haben andere Usernamen zum Beispiel. Also es gibt meines Wissens noch nichts Intelligentes, was sowas rausfiltert. Aber es gibt da schon Sachen. Ja. Also es gibt so eine Bridge, wo du dich sozusagen, ein Mikro,
Es gibt so eine Seite, wo du dich sozusagen einloggen kannst mit deinem Twitter-Account und mit deinem Mastodon-Instance-Account und dann gibt es dir eine Liste von Leuten, die das auch gemacht haben und sozusagen eine Zuordnung von Twitter-Accounts zu Mastodon-Accounts. Um Leute gleich zum Anfang zu finden, ja, das ist auch ganz hilfreich. Die Seite weiß ich natürlich gerade nicht, aber die kommt bestimmt im Wiki irgendwann. Ja, bestimmt. Findet man aber auch schnell, ja. Ich wollte euch auf jeden Fall mal ein fettes Danke fürs Aufsetzen geben und ich bin begeisterter User. Und ich fühle mich wirklich wohl und aufgehoben und nicht wie eine Ware auf Twitter. Das ist einfach ein anderes Gefühl. Also ihr schreibt zurück, ihr seid erreichbar, wenn was ist, kümmert ihr euch. Also das ist wirklich schön da. Von daher, ich empfehle euch allen, kommt zu Mastodon, scheißt auf Twitter und lasst da, also das ist vielleicht für die Leute, die auf Jabba die ganze Zeit unterwegs sind, dann nochmal so mehr der soziale Charakter, den man da einfließen lassen kann, weil eben auch Bilder und kleine Videos und so dazukommt und füttert es einfach und füllt es mit Leben. Und genau, Katzen-Content. Danke. Kann man nichts mehr zu sagen, wa? Oder? Sonst noch wer? Nö, dann war's das. Ja, vielen Dank. Vielleicht sieht man sich da. Würde mich freuen.